Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir schauen uns an, ob das Teil, das wir mit Sebastian gefunden haben, auch Bitte passt. sag, dass du den Ort auf dieser Leinwand wiedererkennst. Die gute Nachricht ist, ja, in der Tat. Und die schlechte? Es bedeutet noch mehr Ärger. Ich kenne diese Küste. Renrock hat dort eine große Mine samt Umgebung eingenommen. Morrenweem leidet stark darunter. Dort ist es jetzt so schlimm wie in Feldcroft. Wollen wir jetzt dorthin? Lass uns warten. Wieso? Die ganze Zeit hinken wir Renrock einen Schritt hinterher. Ich kenne jemanden, der uns helfen könnte. Und wen? Ein wohlgesinnter Kobold. Er steht nicht auf Renrocks Seite. Ein freundlicher Kobold? Kobolde haben meine Schwester zum Schweigen verflucht, damit sie gesehen, aber nicht gehört wird. Ja, aber nicht alle Kobolde. Nicht alle Kobolde? Hast du Feldcroft schon vergessen? Hast du die Mine vergessen, in der wir gerade waren? Nein, Sebastian, habe ich nicht. Du hörst mir nicht zu. Warum sollte ich auf jemanden so Ignorantes hören? Vielleicht hatte dein Onkel recht. Du weißt nicht, wann Schluss ist. Oh, ich weiß genau, wann's reicht. Jetzt aber. Unglaublich. Oh, ist mein Charakter fast ein bisschen frech geworden. Und in einem Moment für Aufträge. Machen wir das hier jetzt mit Sebastian auch gleich weiter. Bei der Mine waren wir, glaube ich, eh schon. War bestimmt diese... Mysteriös und beunruhigend. Mit zwei... Was soll ich tun? Du bist hier. Gut. Sebastian, das Relikt, von dem du sprachst. Ich denke, einer von Slytherins Schülern fand das Relikt bei der Aufgabe, Sarkophage in dieser Katakombe zu untersuchen. Aus einem Bericht des Schülers geht hervor, dass er oder sie es nicht mitnehmen konnte. Darum vermute ich, dass es noch da ist. Wie schon erwähnt, verleiht dieses Relikt dem Träger die Macht, schwarze Magie wieder aufzuheben. Wenn es in dieser Katakombe ist, muss ich es finden. Für Anne. Ich muss sie sehen. Erkunden wir Dann diese schauen Katakombe. Schauen wir sie uns doch mal an. Wir können Anne besuchen, wenn wir fertig sind. Perfekt. Übrigens hat sich Ominous nach dir erkundigt. Du hast ihm nicht gesagt, was wir machen, oder? Nein. Ich schwöre. Gut. Ominous wäre wütend, wenn er wüsste, was wir vorhaben. Ja, aber es hilft ja nichts. Ich möchte diese Katakombe gerne mit dem vergleichen, was ich über... Ja, ich bin sehr gespannt, was da rauskommt, ob wir das richtig machen. Ich bin mir sicher, der üble Gestank ist der Duft des Erfolgs. Bleiben wir erstmal ganz ruhig. Das ist die erste Quest, die sich so anfühlt, zumindest als ob es wirklich zwei Wege gäbe. Als ob man auch mit Ominous das Ganze quasi durchmachen könnte und immer nur gegen Sebastian. Oder halt mit, ich habe jetzt keine Ahnung wie. Ganz Ringo! Alter, so meine... Zumindest wissen wir, dass wir nicht allein sind. Vielleicht war's das. Und der Rest der Gruft ist frei von Insekten. Spinnen sind keine Insekten. Schon gut. Naja, alles das Gleiche, sag ich auch immer. Wir sind aus einem Grund hier. Ich denke, wir haben Anlass, sie zu öffnen. Wingardium Leviosa! Bombarde! Incendium! Dieser Raum ist höher, als er scheint. Weil da doch irgendwie mal Confringo wieder. Oh, Scheiße, was war da rechts? Das glaube ich. Das hat aber doch funktioniert. Eine Truhe an einem total unverdächtigen Ort. Toll. Protego! Stufung! Die Findung! Descendo!
Ja, fast zu stark, unser Kaukohl, ja. Depulso! Revelium! Da unten wird ein... Hier. Keine Ahnung. Hin soll. Pass auf, ich wäre fast ausgerutscht. Contagio! Stufe! All das Gras wirkt gar nicht mehr wie eine Gruft. Revelio. Ich habe von Katakomben gelesen, die erweitert werden sollten. Aber es gab Probleme. Viele Einstürze. Und dann wurden sie aufgegeben? Genau. In Zentrum. So, okay, das waren Dead Ends. Ja, gut. Ich war schon mal glücklich, wenn ich mal aus Versehen den falschen Weg nehme. Wie ich es immer gerne hätte, sonst nehme ich ja immer den richtigen. In so einem Saal wäre ich auch gerne beerdigt. Du magst es prunkvoll. Das kannst du laut sagen. Depulso! Akio! Herrlich. Knochen außerhalb des Sarkophags. Irgendwie seltsam. Wingardium Leviosa! Hier beim Altar ist etwas. War so natürlich das Relikt in meinem Bereich. Bericht zu erwähnen und hat mir zu verstehen gegeben, dass ich es unter allen Umständen dort lassen soll, wo es ist. Aber die Wissenschaft muss vor meiner Treue zu den Regeln stehen. Ich habe bei diesem Relikt etwas gespürt. Träger von Zauberstäben aus englischer Eiche sollen eine starke Intuition haben. Ich glaube daran. Deshalb habe ich gehandelt, als niemand hingesehen hat. Ich habe zwei magische Barrieren beschworen, um das Relikt zu isolieren. Die Ahnen mögen mir vergeben, aber ich... verwendete ihre Gebeine als Schlüssel. Ich plane, zum Relikt zurückzukehren, aber erst muss ich mich auf meine nächste Aufgabe vorbereiten, den Imperius-Fluch zu erlernen. Dieser Fluch soll sie effektiv gegen Feinde sein. Was ist es? Sieht aus wie ein Teil eines Schülertagebuchs. Hier steht etwas über das Relikt und die Beschwörung von Barrikaden mit Hilfe von Knochen. Natürlich. Der Bericht des Schülers verwies auf einen Raum hinter der großen Halle. Es kann also keine Sackgasse sein. Ich habe ihn hier, falls du ihn dir ansehen willst. Teilen wir uns auf. Du widmest dich der Sache mit den Knochenbarrikaden und ich gucke, ob wir was übersehen haben. Behalte also den Tagebucheintrag. Vielleicht hilft er uns nix. Noch. Hier steht noch was. Anscheinend war die nächste Herausforderung, den Imperiusfluch zu lernen. Wirklich? Interessant. Konzentrieren wir uns darauf, erstmal hier rauszukommen. Aber... lass mich kurz nachdenken. Natürlich. Ich suche nach den Perfekt. Ja. Ob. Da ist mehr dran, als selbst ich gedacht habe. Akio! Die Knochen da zu beiden Seiten des Torbogens sehen seltsam aus. Wir sollten jeden Stein umdrehen. Oder besser, jeden Knochen. Wingardium Leviosa! Da klappern die Knochen. Depulso! Leviosa! Bombarda! Defendo! Confringo! Incendio! Wingardium Leviosa! Also genau ist das jetzt... Depulso! Accio! Es ist ein Grab. Gruselige Geräusche sind wohl unvermeidlich. Das ist auch eine witzige Ansage. Wingardium Leviosa. Okay, da hätten wir nochmal Knochen. So, da können wir auch durchkriechen. Wir sind weit gekommen. Doch es gibt noch mehr zu tun. Ja, ja. Akio!
Bombarda! Lumos! Akio! Aranda. Incendium! Lumos! Incendium! Confringo! Akio! Wingardium Leviosa. Depulso. Akio. Lumos. Accio. Wingardium Leviosa. So, ich wollte gerade sagen, du wirst jetzt nicht schon wieder hier Faxen machen. Ich glaube, man braucht immer dieses leuchtende Teil. Wingardium Leviosa. Wackelige Knochenbrücke steht. Ja, das stimmt, die steht sogar. Akio! So. Haben wir hier das nächste, nenn's mal Rätsel, gelöst. Reicht denen das noch nicht? Depulso! Wingardium Leviosa! Ist da auch noch irgendwo hin. Da oben, ne? Genau, jetzt aber. Es hat geklappt. Ich wusste, das klappt. Hatte so ein Gefühl in den Knochen. Bitte ich mich schon selber beim Trinken an wieder. Warte mal, mir fällt gerade noch etwas ein. Das Tagebuch erwähnt den Imperius-Fluch. Würde mich nicht wundern, wenn wir ihn hier brauchen würden. Er gilt als unverzeihlich, ist aber nützlich, wenn man in der Unterzahl ist. Damit bringt man das Ziel komplett unter seine Kontrolle. Also, wenn du Imperio lernen willst, bringe ich ihn dir bei. Nö, den will ich nicht. Imperiusfluch zu lernen ist keine gute Idee, finde ich. Wirklich? Aber wir wissen nicht, was vor uns liegt. Aber ich dränge dich nicht. Was uns auch begegnet, ich halte dir den Rücken frei. Nee, langsam werde ich auch so ein bisschen. Das klingt nach Ärger. Sei auf der Hut. Depulso. Zweifelnder. Levioso. Protego. Stupro. Findo. Stupro. Incendio. Incendio. Levioso. Confringo. Incendio. Incendio. Stupro. Levioso. Ich wusste nicht, dass Spinnen so eine Sauerei machen. Bisschen dramatisch, oder?
finde halt Spinnen immer noch super ekelhaft. Ist eher so mein Problem. Incendio! Akio! Defulso! Diese Katakombe ist verfallen. Genau wie es im Bericht des Schülers stand. Ich glaube, hier war schon ziemlich lange niemand mehr. Da bin ich gespannt, was das für ein Item ist. Ich erhoffe mir eigentlich immer ziemlich coole Sachen. In diesen Dingern, weil ich halt auch sag, ne, da war jetzt quasi realistischer zu sehen, ewig lang niemand mehr. Aber mal schauen. Rabenschwarzes Gewand. Noch eine Barrikade? So gut wie du dich das lässt. Wingardium Leviosa! Das ist ein Klacks. Das ist zu nett von dir. Selbst. Akio! Revelio! Akio! Dich und. Das hat geklappt. Sehen. Weiter so. Wingardium Leviosa. Es hat schon funktioniert. So, hier nochmal. Akio. Dich und dich. Ja, da ging die auf die, sind die zwei. Da geht das auf. Und für dich brauchen wir. Ne, warte mal, euch zwei. Akio! So, genau. Irgendwo muss ja eine Truhe sein, das dachte ich mir schon. Wingardium Leviosa! Das war ja echte Knochenarbeit von dir. Ich bin stolz auf dich. Oh Mann. Finde das Relikt. Okay, es ist in der Richtung. Also will ich hier noch kurz geradeaus abchecken. Komm, fertig. Gut. Hat nicht lang gedauert. Mir wird klar, was Slytherins Schüler an diesem Ort so fasziniert hat. Apotheke! Stufe! Findo! Incendio! Confringo! Incendio! Ein Moment lang dachte ich, das hört nie auf. Alter Schwede, ist der chinesische Kaukohl OP. Revelio! Noch ein Incendio. Sind wahrscheinlich eh schon da, ne? Sackgasse. Na toll. Alles umsonst. Revelio. Warte mal. Gib noch nicht auf. Akio. Das Relikt birgt ungeahntes Potenzial. Seine Möglichkeiten könnten nicht nur der Welt der Zauberei von Nutzen sein, sondern der ganzen Menschheit. Aber das dunkle Opfer, das nötig wäre, um seine Funktion zu enthüllen, ist kein kleines. Bitte das Relikt nicht entfernen, bis wir mehr wissen. Sebastian, das Relikt! Sieh nur! Ist das möglich? Der Eintrag und die Darstellung des Relikts. Opfern dafür. Es passt! Hier muss der Schüler das Relikt hinterlassen haben. Unglaublich! Endlich passt es zusammen! Wir haben es gefunden! Was glaubst du, bedeutet es, mit dem dunklen Opfer das Potenzial des Relikts zu enthüllen? Keine Ahnung, aber wir sind wegen des Relikts hier.
Im Eintrag wird geraten, das Relikt nicht anzurühren. Ich versichere dir, dass wir das finden sollten. Für Anne. Ich nehme es. Bringen wir es nach Feldcroft. Ich muss das Relikt geheim halten. Vor allem vor meinem Onkel. Oh, Ominous. Hallo. Ist das Ominous? Ominous! Die Geräusche, die wir hörten. Das warst du. Ich hatte keine Wahl. Ich musste euch folgen. Sebastian, bitte lass das Relikt in Ruhe. Wir können Anne sicher auch anders helfen. Es tut mir leid, Ominous, aber ich nehme es. Das machst du nicht. Wenn du es nicht zurücklegst, mache ich es. Hört auf, alle beide. Bitte, Sebastian, jetzt beruhige dich. Gut, aber Ominous weiß, dass ich vor keinem Kampf zurückschrecke. Wie viel hast du mit angehört? Alles. Gut, dass du Sebastian gesagt hast, er solle die Finger vom Relikt lassen. Wir müssen zusammenhalten und Sebastian davon überzeugen, dass das falsch ist. Und wenn nichts seine Meinung ändern wird? Es muss etwas geben. Ich brauche deine Hilfe. Du hast recht. Das scheint alles viel riskanter zu sein, als Sebastian denkt. Gut, wir sind uns einig. Wir lassen nicht zu, dass er das Relikt mitnimmt. Ich glaube, wir sollten mit ihm reden, aber ich befürchte, es hält ihn nicht davon ab, das Relikt zu nehmen. Was schlägst du vor? Ich schlage vor, wir verhandeln. Wir lassen Sebastian das Relikt unter einer Bedingung mitnehmen. Danach ist Schluss. Ich dachte, darauf hätten wir uns im Skriptorium geeinigt. Du verkaufst mich doch für dumm. Tu ich nicht, Ominous. Es könnte das Einzige sein, das eure Freundschaft retten kann. Vertrauen wir darauf, dass er weiß, was das Beste ist. Na gut, wenn ich ihm vertraue, vertraue ich auch dir. Die dunklen Künste wirken ungefährlich, bis es zu spät ist. Dann geht. Nehmt euer Relikt. Mehr sage ich dazu nicht. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Sebastian, wir sind soweit. Was? Ich habe meine Meinung nicht geändert. Ominous schon. Gehen wir. Was? Und? Was habt ihr besprochen? Ich erkläre es unterwegs. Ominous und ich haben uns geeinigt. Ein Moment mit dir reicht also aus, damit Ominous seine Meinung ändert. Ich habe ihm gesagt, wir sollten dir diese Chance geben, dass das Relikt so wichtig ist. Da muss doch mehr dahinter stecken. Sag es mir. Wir haben uns geeinigt, Sebastian. Du hast mein Wort. Ja, das ist ja wirklich voll die Zwickmühle. Finde ich richtig gut. Ich wollte das nie vor Ominous geheim halten. Er versteht es einfach nicht und ich... Gefällt mir gut. Es war durchgehend so, dass man sich denkt, oh, mach ich da das Richtige, mach ich da das Richtige. Als wir gegangen sind, wollte Ominous mich nicht mal ansehen. Das war seltsam. Er war aufgewühlt, Sebastian. Wir haben uns zwar geeinigt, aber das Ganze war nicht leicht für ihn. Ich dachte, er versteht es. Protego! Er wusste, wir können nicht aufgeben. Es ist viel zu wichtig. Für Anne. Soll ich jetzt bis nach Feldcroft laufen? Ne, oder? Tatsache. Okay. Ich sage dir, Hogwarts hat Glück, dass es Schutz ist. Wenn wir nach Feldcroft kommen, sollte er nicht erfahren, was wir für dieses Relikt tun mussten. Sie denkt wie Ominous. Es würde sie nur betrüben. Na, dann hoffe ich ja echt, das funktioniert. Oh nein, Scheiße, das ist nicht gut. Was ist los? Was ist wieder los? Rauch, da drüben, beim Dorf. Ärger in Feldcroft. Es wird angegriffen. Beeilen wir uns. Dafür schon so schnell ich kann. Konflingo! Potato! Stufe! Ihr liegt hier nicht! Stufe! Die Findung! Bombarde! Schlagen Sie in die Flucht!
Das war erbärmlich. Befindung. Ich kümmere mich drum. Ich erledige Akio. Sehr schön. Ein Kinderspiel, da darf man sowas nicht zeigen. Junge! Was hast du getan? Ich habe Anne gerettet! Mit einem unverzeihlichen Fluch! Aus diesem verdammten Buch! Dein Vater würde sich schämen. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Bleib fern von ihr. Von uns allen. Was hat mein Onkel denn von mir erwartet? Der Imperiusfluch hat Anne das Leben gerettet. Dieser Kobold hätte sie getötet. Es war nicht viel Zeit zum Handeln, aber es war ein unverzeihlicher Fluch. Ich habe impulsiv gehandelt, mehr nicht. Ich bringe meinen Onkel zur Einsicht. Er kann mich nicht aus meinem Haus verbannen, mir meine Schwester nehmen. Vielleicht muss er sich erst etwas besinnen. Kann ich mit ihm reden? Möglicherweise kann ich die Gemüter ein wenig beruhigen. Vielleicht hast du recht. Na gut, vermutlich ist es besser, wenn ich erstmal verschwinde. Wir sehen uns in Hogwarts. Das machen wir gleich noch. Uiuiui, die Quest nimmt mich schon ein bisschen mit. Also es ist bisher auf jeden Fall besser als die Hauptgeschichte. Verzeihung, Mr. Sallow. Was Sebastian getan hat, ist unentschuldbar. Das kannst du unmöglich verteidigen wollen. Sebastian und ich sind Ranrocks Anhängern schon früher begegnet. Dieser Kobold hätte Anne getötet. Unsere Familie benutzt keine schwarze Magie. Nicht einmal gegen unsere Feinde. Was Sebastian getan hat, ist unverzeihlich. Dass du Sebastians Verhalten verteidigst, verrät mir alles, was ich wissen muss. Du bist genauso schuldig wie er. Sebastian wird Feldcroft von nun an fernbleiben. Und auch Anne. Unverzeihliche Flüche heißen aus gutem Grund so. Falls einer von euch diesen Pfad weiter beschreitet, falls einer von euch schwarze Magie anwendet, informiere ich sofort den Schulleiter. Warum, Sebastian? Das lief ja nicht so toll. So, jetzt verkaufen wir noch nix, okay. Das war's dann aber auch mit dem Part. Also spannende Story. Finde ich gut. Also das ist jetzt, wie gesagt, viel besser als die Hauptstory. Gefällt mir auch richtig gut. Bin gespannt, was jetzt ist. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.